Sorry, ich muss auflachen. Hi und willkommen auf unserem Kanal. Ich habe heute eine Interviewpartnerin bei mir, die Flo. Die Flo studiert Szenografie. Hallo! Flo, was macht man denn als Szenografin? Als Szenografin ist man praktisch Kopf von allem, was man im Film sieht. Bin jetzt im Master, also studiere ich seit knapp 4 Jahren. Vielleicht kannst du uns einen kurzen Einblick geben darüber, was man da lernt. Also das Feld Szenografie ist super groß und dementsprechend ist auch der Unterricht sehr umfangreich. Man lernt sehr viel Architekturgeschichte, Filmgeschichte, auch ein bisschen Dramaturgie. Man hat Unterricht im perspektivischen Zeichnen, Konzeptentwurfszeichnungen. Man hat sozusagen keine Prüfungen, sondern macht stattdessen kleine Filmprojekte und muss dann auch alles selber bauen. Also man hat Patina-Kurse, Maschinenschein. Das heißt, Szenografie kann man grob übersetzen als Bühnenbild für Film und Fernsehen. Ja, könnte man so sagen. Ich glaube, es ist sehr anders als Bühnenbild fürs Theater. Ich habe noch nie fürs Theater gearbeitet. Viele machen das auch vorher oder danach oder parallel. Aber ich glaube, zum ersten Verständnis ist das ein guter Vergleich. Also wenn du an einem Set bist, wie ist da dein Vorgehen als Szenografin? Also am Set ist eigentlich als Szenograf nicht mehr viel zu tun. Die meiste Arbeit passiert davor, viele Monate davor in den meisten Fällen. Teilweise sind Szenenbildner persönlich gar nicht am Set mit dabei, wenn gedreht wird. Also es fängt eigentlich an, schon während teilweise das Drehbuch geschrieben wird oder wenn das Drehbuch fertig ist. Man unterhält sich viel mit Regie, Kamera und entwickelt sozusagen aus dem Drehbuch heraus alles Visuelle für den Film, was nichts mit Kostüm, Haare, Make-up, Special Effects, geht natürlich alles ineinander über, aber man ist sozusagen zuständig für alles, was man sieht, was nicht zu diesen Bereichen gehört. Versucht dann eigentlich im ersten Schritt auf irgendeine Art den anderen Departments eine Idee zu präsentieren oder rüberzubringen, was man sich vorstellt. Mhm. In vielen Fällen erstellt man ein Moodboard, also wie eine Sammlung von stimmungsvollen Bildern, die entweder rüberbringen, wie genau einzelne Teile des Sets aussehen könnten oder wie die Stimmung des Szenenbilds sein soll, teilweise auch Farbpaletten, ganz unterschiedlich. Wenn was gebaut werden soll oder einzelne Requisiten extra angefertigt werden oder wie auch immer ein Studiobau gemacht wird, dann ja, müssen technische Zeichnungen angefertigt werden oder Concept Art. Genau, oder man geht praktisch auf Location-Suche und sucht die Orte, die man braucht. Hat man sich bei jeder einzelnen Requisite vorher überlegt, warum die dahin muss? Im Großen und Ganzen ja. Die Requisiten werden vorher alle einzeln ausgesucht und abgenommen. Also es wird gesagt, ja, ob es passt oder nicht sozusagen, ob es dem Konzept entspricht. Wenn es jetzt ein chaotischer Schreibtisch zum Beispiel ist, dann gibt das Konzept der Szenenbildnerin vor, dass dieser Schreibtisch chaotisch ist. Aber ich weiß nicht, also es muss nicht unbedingt sein, dass alles dann einzeln so hingelegt wird. Also es wird natürlich versucht, das natürlich wirken zu lassen, wenn das gewünscht ist. Wie genau schafft man das mit dem Bühnenbild, eine Geschichte zu erzählen? Es gibt so unterschiedliche Wege, das zu erreichen. Also manchmal geht es praktisch darum, herauszuarbeiten, was der Kern einer Szene ist oder was die Stimmung in dem Moment sein soll. Mhm. Oder wie zwei Figuren zueinander stehen, wie Machtverhältnisse aussehen oder sich vielleicht verändern in dem Moment. Man kann natürlich auch das Innenleben von einem Protagonisten oder einer Protagonistin widerspiegeln. Das kann man aber eben auch, indem man es zum Beispiel kontrastiert. Der chaotische Künstler, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, im Kopf des Künstlers super chaotisch aussieht und alles drunter und drüber geht, dann kann es sein, dass es viel stärker wirkt, wenn das Szenenbild oder sein Atelier halt super aufgeräumt und penibel wirkt und man dann zum Beispiel das Gefühl kriegt als Zuschauer, er frisst alles in sich hinein, versteckt, wer er ist. Oder so kann man sehr unterschiedliche Wirkungen eben erzielen. Was ist denn deiner Meinung nach die wichtigste Fähigkeit, die man mitbringen sollte? Stimmungen spürt oder den Umgebungen zuordnen kann und das auf diese Art übersetzen kann. Also man findet einfach seinen eigenen Weg darin und es müssen nicht alle toll zeichnen können. Oder Expertisen sehen sozusagen super unterschiedlich aus. Und die meisten kommen auch von ganz unterschiedlichen Bereichen.
Also wenn ich mir das vorstelle, wie ihr arbeitet und wie ihr vorbereitet? Es ist eben noch mehr. Also man kann mit Farben arbeiten, mit Silhouetten, mit Oberflächen, Materialien. Mhm. Zum Beispiel, wenn du Gemütlichkeit herstellen willst, dann zum Beispiel viele Stoffe. Also ich habe irgendwo mal gehört, dass Pflanzen nicht so gerne am Set gesehen werden. Ja, es ist voll unterschiedlich. Aber ich persönlich habe nicht gerne Pflanzen im Set. Kann man ja mal drauf achten beim Filme schauen, ob viele Pflanzen zu sehen sind oder ja. nicht. Ja. Ja. Was macht für dich persönlich ein gelungenes Bühnenbild? Wo man praktisch die Intention dahinter spürt, es nicht, sage ich mal, willkürlich oder nicht unüberlegt wirkt, sondern dass es wirklich der Handlung und dem Rest des Films visuell und inhaltlich irgendwie zuarbeitet. Okay. Falls ihr Kontakt aufnehmen möchtet mit Flo, dann findet ihr den Link zu dem Instagram in der Beschreibung. Ja, ansonsten danke Flo. Danke auch. Und es wird noch einen zweiten Teil geben mit Flo, in dem werden wir uns Videos anschauen, die schon auf unserem Kanal sind. Also Kurzfilme, und Flo wird dazu etwas sagen. Dann könnt ihr hier unten die Glocke aktivieren und findet hier irgendwo Videos und Playlists. Das war, glaube ich, kacke. Willst du es nochmal machen? Ja. Filmst du noch? Nein, doch. Okay.